Schönen Donnerstagabend, hallo und herzlich willkommen bei den Push News. Jetzt gleich unter anderem mit der Paketflut vor Weihnachten. Ihr werdet jetzt nie glauben, wie viele Pakete gerade unterwegs sind. Und mit Gandalf, dem Weißen aus Herr der Ringe. Ja, der ist jetzt Gandalf der Geimpfte. Das und mehr jetzt in eurem Update von Krone TV. Der Onlinehandel wird ja schon seit Jahren immer mehr. Dadurch werden auch immer mehr Pakete verschickt und gerade im Dezember ist dann nochmal mehr los. Alleine die österreichische Post verarbeitet aktuell 1,3 Millionen Pakete pro Tag. Aber dieses Jahr ist es besonders viel, sicher auch durch Corona. Denn heuer werden bei uns ca. 40% mehr Packerl verschickt als letztes Jahr. Übrigens, und auch das hängt mit den Paketen und Kartons wahrscheinlich zusammen, zu Weihnachten produzieren wir im Durchschnitt 20% mehr Müll als im restlichen Jahr. Das Mindeste, was wir dann tun können, ist, den Müll dann richtig zu trennen. Auch dazu rufen die Entsorgungsbetriebe wieder auf. Die Herr-der-Ringe-Fans freuen sich, dass Gandalf jetzt immun ist. Für die Fans von X-Men bedeutet das aber auch, dass der Bösewicht Magneto jetzt noch eine zusätzliche Superkraft hat. In jedem Fall, Ian McKellen, der Schauspieler, der unter anderem diese beiden Rollen gespielt hat, hat jetzt eine Corona-Impfung bekommen. Er freut sich offenbar, postet dieses Bild und schreibt dazu, es muss sein, nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die einem wichtig sind. Das waren die News und wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Push-Info-Magazin. Da erfüllen wir gleich wieder eure Weihnachtswünsche gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich. Also, falls ihr noch nicht angemeldet seid, holt das nach, schaut auf krone.at/christkind, geht in einer Minute und ihr könnt Waren im Wert von bis zu 200 Euro gewinnen. Ich drücke euch die Daumen. Bis gleich.